Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von mir hier. Und zwar ist das ganze Projekt von mir hier, wie ihr schon sehen könnt, oder wie ihr schon erkennen könnt, ist das Skyrim. Ja, ich habe da schon mal angefangen zu Let's Playen. Bloß da ist mir ja das mit den Saves weggegangen. Und das fand ich ziemlich scheiße, weil ich mindestens schon 2 Stunden Skyrim gespielt, also aufgenommen habe oder hatte. Und ja, jetzt wird mir das nicht mehr passieren, weil jetzt ist das ja alles neu mit dem mit meinem PC. Und das war ja nur weg, weil das ganze Windows mal weg war und ich habe es einfach neu installiert. Windows 7. Und jetzt funktioniert das auch wieder und das wird jetzt auch nicht passieren. Ja, was ist Skyrim? Wer es noch nicht weiß, Skyrim ist ein Rollenspiel. Das ist das beste Rollenspiel 2011. Ja, genau, 2011. Und ja, das dürften aber viele kennen oder es kennen mit Sicherheit. Sehr, sehr, sehr viele von euch. Ja, das ganze Projekt wird rund um die 200 Parts bekommen. Aber ja, das liegt daran, weil ich nur 15 Minuten Parts machen kann. Und das... Ich bin ja eingeschränkt dadurch und ich weiß ja nicht, wie ich das wieder wegbekomme auf YouTube und deswegen müssen das immer nur 15 Minuten Part sein, aber deswegen lasse ich mich nicht lumpen und werde trotzdem Skyrim spielen. Ja, ich werde zwar nicht jeden Part einzeln aufnehmen, ich werde nämlich am Stück aufnehmen, irgendwie so 1 Stunde immer und dann immer schneiden und dann schneide ich das auf 15 Minuten. So wird das dann ablaufen. Gut, was gibt's noch zum Spiel zu sagen? Ich habe das komplett durchgespielt, also nicht komplett, aber ich habe das schon durchgespielt von den Hauptquests her. Das heißt, ich habe die Story komplett durch und die Nebenquests, da gab es viel zu viele, die habe ich nicht durch. Aber ist ja egal, denn ist das halt nicht blind, bloß es wird wahrscheinlich doch noch ein bisschen Fail geben hier, weil das ja schon ziemlich lange her ist. Ich habe das ja schon 2011 gezockt und ich habe das, glaube ich, vor 3 Monaten nicht mehr gespielt. Aber jetzt will ich auch nicht weiter um den heißen Brei herumreden und wir machen ein neues Spiel und wir starten ein neues Spiel. Nach deiner Zeit kommt jetzt ein Intro. Ja, hier ist ein Drache. Ach so, und ich spiele das Ganze auf höchster Grafik. Das heißt, das ist jetzt eine Probe, ob ich das wirklich auf höchster Grafik aufnehmen kann. Das ist nämlich auf sehr hoch gestellt und ja. Ich halt jetzt gleich einfach mal meine Fresse. Und ja, im Intro halte ich meine Schnauze. Bis dann, wenn es hier mal gleich fertig ist mit Laden. Hier oben sieht man auch immer die Stufe da. Dieser Balken da ganz oben rechts. Da sieht man immer, welche Stufe man ist. Wir sind natürlich jetzt Stufe 1. Und ich halte jetzt meine Schnauze. Bis gleich. Ihr da. Endlich seid ihr wach. Ihr wolltet die Grenze überqueren, richtig? Seid genau in den Hinterhalt der Kaiserlichen geraten, genau wie wir. Und wie dieser Dieb da drüben. Verdammt sollt ihr Sturmmäntel sein. Den Himmelsrand war alles in bester Ordnung, bis ihr gekommen seid. Das Kaiserreich hat uns in Ruhe gelassen. Hätten sie nicht nach euch gesucht, hätte ich das Pferd stehlen können und wäre jetzt schon auf halbem Weg nach Hammerfell. Ihr da, ihr und ich, wir sollten nicht hier sein. Es sind diese Sturmmäntel, hinter denen das Kaiserreich her ist. Wir sind jetzt alle Brüder und Schwestern in den Fesseln, die... Ruhe da hinten! Und was stimmt mit denen nicht? Passt auf, was ihr sagt.
Ihr sprecht mit Ulfric Sturmmantel, dem wahren Großkönig. Ulfric? Der Jarl von Windhelm? Ihr seid der Anführer der Rebellion. Aber wenn sie ihn gefangen haben, bei den Göttern, wohin bringen sie uns? Ich weiß nicht, wohin wir gehen werden, aber Sovngarde erwartet uns. Nein, das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Hey, aus welchem Dorf stammt ihr, Pferdedieb? Was interessiert euch das? Weil die letzten Gedanken eines Lords seinem Zuhause gelten sollten. Ich komme aus Rorikstadt. General Tullius, der Scharfrichter wartet. Gut, bringen wir es hinter uns. Schau, Mara, Ibella, Kynaret, Akatosh, ihr Göttlichen, bitte helft mir. Seht nur, General Tullius, der Militärbefehlshaber. Und es sieht so aus, als seien die Talmor bei ihm. Verdammte Elfen. Ich wette, sie hatten dabei ihre Hand im Spiel. Das ist Helgen. Ich habe mal für ein Mädchen von hier geschwärmt. Obwohl Wilod immer noch seinen Wacholderbären mittraut. Komisch. Als ich noch klein war, habe ich mich hinter den Mauern und Türmen der Kaiserlichen so sicher gefühlt. Oh! Warum halten wir an? Was glaubt ihr denn? Hier ist Schluss. Los geht's. Wir sollten den Himmel nicht warten lassen. Nein, wartet! Wir sind keine Rebellen! Stellt euch eurem Tod mit etwas Mut, Dieb. Ihr müsst es ihnen sagen. Wir gehörten nicht zu euch. Das ist ein Irrtum. Einer nach dem anderen. Das Kaiserreich liebt seine verdammten Listen. Ulfric Sturmmantel, Jarl von Windhelm. Es war eine Ehre, Jarl Ulfric. Ralof von Flusswald. Lokir von Rorikstadt. Nein, ich bin kein Rebell. Das könnt ihr nicht tun. Halt! Ihr werdet mich nicht Bogenschützen! Will sonst noch jemand fliehen? Wartet! Ihr da, tretet vor. Wer seid ihr? Ja, jetzt können wir hier unseren Charakter auswählen, dem wir in diesem Rollenspiel spielen wollen. Ja, hier gibt's ganz verschiedene Auswahlmöglichkeiten, sage ich jetzt mal. Man könnte einen Ork spielen, kann ich euch mal zeigen. Ich kann ja mal alle durchgehen. Agonir, hoffe ich spreche das richtig aus, bin nicht so gut. Ein Bretone können wir spielen, ist halt so ein schlichter Typ. Dann können wir jetzt wieder nichts machen, geil. So, dann können wir hier noch Dunkelelf, die sehen mir aber ein bisschen zu scheiße aus. Ein Kaiserlicher können wir auch machen. Aber ich spiele am liebsten in Rollenspielen oder überhaupt in Rollenspielen Nord. Es gibt auch noch einen Khajiit, den finde ich auch ganz cool. Kann ich euch auch mal zeigen. Das ist hier ein Khajiit. Der kann sehr, sehr gut schleichen. Sie stammen da. Sie sind intelligent, schnell und behende. Und behende. Sie sind ausgezeichnete Diebe, da sie sich nur von Natur aus heimlich bewegen. Alle Khajiits können in der Dunkelheit sehen und verfügen über waffenlose Krallenangriffe. Ja, das ist zwar ganz schön und gut, aber ich bevorzuge immer den Nord.
Ein Bürger von Himmelsrand. Es sind große blonde Menschen, die Nord sind stark, zäh und für die Kelton-Empfindlichkeit und ihre Kriegstalente bekannt. Mit der Kraft und der Kampfschreie schlagen sie ihre Gegner in die Flucht. Ja, ich bin nicht so gut am Computer beim Lesen, weil muss ich immer mit Mauszeiger und so. Aber naja, das ist ja nur Nebensache. Ich nehme Nord. Gut, gehen wir auf Körper. Geschlecht nehme ich männlich. Und nicht weiblich, so sieht der weibliche aus, aber ich will das jetzt noch nicht so ausführlich hier gestalten, da machen das Vorgaben. Ja, super. Dann nehme ich das standardmäßige. Hautfarbe nehme ich so ein bisschen dunkler. Hä, so ein bisschen dunkler, nein. Irgendwie so, ja, so ist gut. Gewicht. Nehme ich so ein Aal? Nee, natürlich nicht. Schön fett. So, nehmen wir den Körper. Gesichtsfarbe mache ich so ein bisschen dunkler, so schön. Schmutz muss er auch ein bisschen haben. Der ist ja schon ziemlich weit gezogen, um die Länder hier gezogen. So, Schmutzfarbe. Ja, so. Narben muss er natürlich auch haben. Ja, nicht so eine auffälligen, aber... Ja, ich will jetzt nicht so eine fetten Narben, vielleicht hier so welche am Auge. Okay, das will ich überhaupt nicht. Kriegsbemalung. Farbe der Bemalung? Ja, ich habe keine Bemalung. Ha. Gesicht. Ja, dann können wir hier mal gucken. Okay, nee. Kannst du dich mal bitte wieder umdrehen? Danke. Okay, das lasse ich einfach so. Nasenhöhe, da will ich überhaupt nichts verstellen. Augen, ja, können wir mal Augen. Okay, das sieht alles scheiße aus. Also ich würde da nicht so viel verstellen. Augenfarbe. Okay, Augenfarbe nehmen wir. Ich glaube, ich mache einen blind. Yay. Hero Brian. Nein, so, warte mal. So, irgendwie dunkel, weil... Okay, nee, so jetzt auch nicht. Irgendeine dunkle Augenfarbe. Dunkelblau. Ja, so ist okay. Augenhöhe, das mache ich nicht. Bla, nee. Braue. Hier will ich auch nichts umstellen. Hups. Mund. Ja, okay. Na, so ein bisschen. Ne, sieht zu freundlich aus. Ja, so ist okay. Gehen wir auf die Haare. Die lasse ich so. Bart. Ja, genau, ein Bart muss er haben. So ein 3-Tage-Bart.